So, Freunde, für uns geht's jetzt zum Walk of Fame, weil der ist nur ein paar Gehminuten von unserem Hotel entfernt. Und dann gucken wir, ob wir dort was Gutes zum Frühstück finden. Und dann sehen wir, was der Tag sonst noch so bringt, was wir sonst noch so machen. Für morgen planen wir die Universal Studios Hollywood. Aber heute werden wir ganz entspannt einfach mal gucken, worauf wir Bock haben. Ja. Was sich so ergibt. So, wir haben uns doch entschieden, heute schon in Universal Studios Hollywood zu gehen. Und es war auch eine ganz gute Entscheidung. Heute ist nicht allzu viel los, kommt mir vor. Und jetzt geht's erstmal in die Mysteria Lane. Ich bin zwar ehrlich gesagt gar kein Harry Potter Fan, 0,0 eigentlich sogar, aber dieses Ambiente hier in Universal Studios, wie sie da dieses Schloss, diese Burg, keine Ahnung, was das sein soll, und die ganze Stadt nachgebaut haben, ist schon krass. Inside of sound stages, we are filming interior scenes inside of an office, inside of a cave, inside of a bedroom, right? But every once in a while, we need to film exterior scenes on a really large scale. Good, we shall run and hide in this crash site set from Steven Spielberg's War of the Worlds. This is arguably one of the most impressive sets we have here on the lot. I'll take some photos while we're here. So, friends, we have the studio tour gemacht. Ich bin jetzt nicht sauer und angepisst, weil die Mysterio Lane, das Interessanteste an der ganzen Studio-Tour, konnte ich angucken, weil dann gedreht wird. Ja. Letztes Mal, wo ich hier war, konnten wir es sehen, das war so geil, weil ich liebe Desperate Housewives. Und dieses Mal war es einfach, ja, konnte man da nicht rein, weil dort irgendwas anderes noch gedreht wird. Mein Herz ist gebrochen. So, Freunde, ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag. Gestern nach den Universal Studios waren wir noch aus Essen, dann sind wir ins Hotel und waren so fertig, irgendwie nach dem vielen Hin- und Hergehen dort auf dem Gelände, dass wir einfach angepennt sind, schon mega früh. Hat sich auch ein bisschen was mit dem Jetlag zu tun, aber auch, weil wir einfach so viel gegangen sind. Ich glaube, es waren, keine Ahnung, 18.000 Schritte oder so. Auf jeden Fall mehr, als man gewohnt ist. Ja. Und heute geht's zu Warner Bros. Studios, dort wo Pretty Little Liars gedreht worden ist. Das sind ein paar Gebäude davon, da war ich ja auch schon mal. Mega geil. Hoffentlich ist es diesmal nicht gesperrt, so wie gestern die Wisteria Lane in Universal Studios. Sonst drehe ich komplett durch, wenn auch das diesmal nicht zum Sehen ist. Auf jeden Fall werden wir uns heute auch ein Mietauto holen, weil es in LA einfach besser ist. So, Leute, wir haben jetzt unser Mietauto geholt und wird gerade noch alles eingerichtet und dann geht's los. Ich fahre einfach durch Los Angeles. Ich werde die Straßen unsicher machen. Ob ich ganz ein bisschen Angst habe, dass ich dem kalifornischen Verkehr nicht ganz gewachsen bin? Ja, das muss Papa ja nicht wissen. Der steht da draußen und verlässt sich auf mich. Ja. Behind house 188 to our left. In the distance, we're going to see a building. We're going to visit Hennessy Street. So back in the day, Warner Brothers, we were known for our gangster films, and every gangster film. So, Friends, ja, wir sind zurück von der Warner Bros. Studio Tour und machen uns gleich auf den Weg nach Venice Beach. Irgendwie diesmal hatte ich ein bisschen Pech mit diesen ganzen Touren. Weil eben Nummer 1 gestern Mysterio Lane war gesperrt. Nummer 2 heute habe ich von Pretty Little Liars irgendwie auch nicht alles gesehen, nur ein Haus und ein Gebäude. Letztes Mal, wo ich dort war, konnte man extrem viel sehen, auch diese Kirche und keine Ahnung, die Schule und was auch immer. Da waren noch voll viele andere Gebäude waren noch dabei, die man gesehen hat aus der Serie. Diesmal irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Aber egal, war trotzdem ganz cool. Leute, L.A. ist sowieso komplett entspannt. Also irgendwie ist jeder in L.A. entspannt und cool und locker. Aber hier am Venice Beach spürt man diesen Vibe nochmal so extrem. Dieses, dass es jedem einfach gut geht und jeder entspannt ist. Ja, ich liebe diesen Vibe, weil sonst jeder ist immer überall gestresst und alles ist immer irgendwie so streng und nervig und hier ist einfach alles cool. So, Freunde, wo hat es uns heute hin verschlagen? Ups. Ich finde das Museum auch ganz krass lässig, Papa. Ja. Ich habe nie so was Cooles gesehen in meinem Leben. Oh, okay, hier ist es doch ganz cool.
Ich habe meine Frisur übrigens meinem Gemüt angepasst. Nämlich gelangweilt. Also unser kultureller Auftrag hier als Akademiker ist erledigt, oder? Ja. Ich dachte, wir jetzt in zwei Museen hintereinander waren. Ja? Ja, ja. Jetzt eher super. Ja. So Leute, ich bin gespannt, wer es von euch erkennt. Sicher die meisten. Welches Gebäude sich gleich mir im Hintergrund befindet? The Oppenheim Group, die Immobilienbüro von der Netflix-Serie Selling Sunset. Ja. Da sind wir jetzt gerade vorbeigelaufen dran. Christine, wo bist du? So Freunde, Kurzfassung von meinem kleinen Trauma heute. Ich bin ganz normal Auto gefahren, dann kam so ein kleiner, ich möchte echt nicht niveaulos werden, aber denke ich einfach alle Schimpfwörter, die ich gerade einfallen. Kommt von rechts und biegt einfach nach links zu mir ab, aber so, dass er mich komplett geschnitten hat und fast in mich reingekracht wäre, wenn ich nicht innerhalb von Millisekunden die Kurzschlussreaktion gehabt habe, abzuchecken, dass links neben mir jemand ist. Sofort nach links gerudert hätte, der wäre sowas von mich reingekracht. Und ich schwör's euch, Leute, als ob der es rausprovozieren wollte, eine Kollision. Das war so krass, ich war so schockiert in dem Moment. Und kennt ihr das, selbst wenn ihr wisst, ihr habt null Schuld an irgendeiner Situation, irgendeinem Ereignis, null Schuld dran, sogar im Gegenteil, weil ihr alles so richtig gemacht habt, um den Fehler von jemand anderem auszubessern im Autofahren. Aber trotzdem, irgendwie seid ihr danach voll so traumatisiert kurz? Ich weiß nicht. Und dann, seit diesem Ereignis, die ganze restliche Rückfahrt, hatte ich so Angst vor jedem Auto, das rechts von mir, auch nur minimal näher an mich rangefahren ist, hatte ich sofort Angst, dass der mir auch gleich wieder fast reinfährt und ich sofort ganz schnell reagieren muss. Und boah, ja, kleines Trauma. Ich hoffe, das geht wieder weg. Ja, und jetzt bin ich sehr geschafft und schlafen. Bei euch ist es ja, wie spät ist es bei euch gerade? Keine Ahnung. Entweder gerade mitten in der Nacht oder wieder früh. Was auch immer. Guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Egal, wo ihr gerade seid. Ja. So, Friends. Gestern war ich ein bisschen feiern mit 4 Followerinnen von mir, die auch gerade in L.A. sind. Und es war wirklich super, super witzig. Wir hatten so einen lustigen Abend, haben irgendwie so viel erlebt auch. Und von dem ganzen Nachtleben möchte ich unbedingt noch erzählen, weil es ist einfach so anders wie bei uns, also wirklich komplett anders. Und ja, genau. Jetzt geht es erstmal zum Frühstück, ein bisschen Hangover, aber wird schon. So Freunde, die Woche in Los Angeles ist jetzt vorbei. Mein Papa ist jetzt unten bei der Rezeption auschecken und wir rufen jetzt gleich einen Uber zum Flughafen. Ja, es war auf jeden Fall geil. Ich war jetzt zum 3. oder 4. Mal in L.A. Und ich liebe es jedes Mal und ich bin jedes Mal wieder traurig, wenn ich nach Hause gehen muss, weil ich mir denke, ich will einfach hier wohnen und nicht in Österreich und nirgendwo dort überhaupt, sondern einfach hier. Und ich glaube, irgendwie werde ich das ein bisschen in Angriff nehmen, dass ich vielleicht mal ein paar Monate zumindest hier wohne. Aber das muss ich mir noch den Kopf gehen lassen. Auf jeden Fall, was ich jetzt mal machen wollte, ist eine Fragerunde über Los Angeles. Ihr könnt mir alle Fragen über Los Angeles stellen, die ihr wollt. Ich werde es dann die Tage, wenn ich Zeit finde, beantworten und euch ein bisschen was erzählen von hier, weil es gibt auf jeden Fall noch vieles, was ich euch erzählen möchte. Ja, genau. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den Flug. Bisschen schlafen, bisschen entspannen. Ja. Ach, und weil mir noch so viele geschrieben haben wegen der Geschichte von gestern, von der Frau, die neben mir telefoniert hat. Die erzähle ich euch noch, aber gestern war ich so müde. Gestern war wirklich so ein Tag, ich war so schlapp und ich habe nur noch gepennt. Deswegen erzähle ich euch dann später noch. Wo ich mich hier schon ein bisschen voll saufe mit Belis. Perfekt, betrunken fliegen. Ich kann nicht besser schlafen dann. Freunde, was ich euch fragen wollte, hat irgendwer von euch schon mal so ein paar Monate in Amerika gewohnt? Aus irgendeinem Grund? Ja, dann bitte schreibt mir mal, weil es mich voll interessieren. Ja, ich hätte einfach ein paar Fragen so. Ne? Also klar, ich informiere mich auch selber in Google und so. Aber würde mich auch voll interessieren, für euch da irgendwas zu erfahren, weil ich überlege es echt gerade ernsthaft. Das zu mir und sagt halt irgendwas. Ich so, what did you say? Und sie war so,
so, oh, sorry, you look so Scandinavian. Hat sie es mir auf Englisch halt gesagt. Aber dass ich aus irgendeinem skandinavischen Land komme. Deswegen hat sie mit mir irgendeine skandinavische Sprache gesprochen. Danke. Und wer wird dein Nächster? Der Underfunk-Begleiter kommt gerade und fragt mich, ja, ob er eh Schwedisch mit mir reden kann. Weil er dachte, ich bin Schwede. Ja. Ich fühle mich so geehrt hier.